Dass viele von nah und fern hier sind und möchte mich für die Geschenke bedanken. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Der Imbiss ist fertig. Und ich hoffe, dass wir einen wunderschönen Abend haben, wo wir uns noch lange Jahre daran erinnern können. Und 20 Jahre noch und noch, oder? Gesagt, der Knubbelisch von Klingelputz oder wie man heute das Neudeutsch sagt, Deliktdesigner. Of so all inclusive and laugh from the city of Köln-Ossendorf.
Nou, zusammen. In een mini steech men het in, der stoot me zich over. Oder de het joren daar aan ten, de vorne lukken, maar is de fern gesteuert, oder wat? Jedenfalls fahr ich mit dem op Ossendorp aan. Op eenmaal überhult mich so eine amerikanische Geländeschlitte. Der schnick mir de weg af und bremst mich aus. Wie die Tür opging, kommen dort zwei ehemalige Knackis raus. Hey, so muskelbepackte, tätowierte Bilderstöckchen gerade. Ne? Also, du kennst ja so Lück, ne? Die Jon in der Klingelputz, dann sitzen die ihr Zick auf, dann werden die wieder entlassen, dann machen die wieder krumm Sachen, dann werden die von der Polizei geschnappt, kommen nach Calcatraz. Und dann sind die wieder bei uns, so läuft das andauernd. Also ich bin echt am überlegen, ob man denn nicht auch ein Vollzugsflatrate anbietet. Ich habe nicht die Saalkapelle Mathe Steak dabei, ne? Aber die haben jetzt auch Freien, ne? Deswegen müssen wir den Tusch zusammen machen. Was ob ich mache, tete, und ihr Marching-Bum. Was wir alles zusammen probieren, tete, Schimbum. Ey, die so ja mit Haul, ja, also akustik in dem Laden, so. Ich meine, ich stand hier am Königssee. Wo ist der Brand? Ach, im Büttenring. Nee, ja. 600 Euro hätte er für das Tier bezahlt. Lass mich ins Code überlegen, lass mich ins Grad rechnen, 600 Euro. Das sind schon 300 Mark. Ja, dort hängen so laut lachen, hängen sind sie noch am Rechnen. Eigentlich soll der Neres, soll der ja auf abhauende Knackis schießen. Ne? Also, heutzutage sagt man neudeutsch, er soll ein pyrotechnisches Happening bedienen. Ja, neulich sind dem zwei aufgehauen. Ich sag, warum hast du da nicht das Feuer eröffnet? Da sagt er, wieso, ich kann die auch noch flüchtig. Aber wir haben da zur gleichen Zeit gebaut, also nicht so Thank you.